Hallo du da, verhungerter Bleicher, kleiner Nachwuchs-Satanist. Sag, was rauchst du da? Ist das Katzenscheiße oder Kartoffelbovist? Ich glaub, dein Kruzifix da hängt falsch rum. Ach, darauf kommt es gerade an. Jesus ist es, glaub ich, egal. Der hängt so oder so mit dran. Stell deine Seele doch mal bei eBay rein, da hat man Sinn fürs Kuriose. Was sie dem Teufel wert, es reicht ja nicht mal für eine ordentliche Hose. Wie bitte, ich hab dich nicht verstanden. Kleiner Tipp von Christ zu Antichrist. Sprich ganze Sätze, dann weißt du wenigstens, dass du nicht selbst das nächste Tieropfer bist. Mach mal Inventur. Schau dir den Salat an. Mein Gott, wenn ich dich so ansehe, krieg ich Mitleid mit Satan. Mitleid mit Satan. Ich traf Satan gestern beim Kniffelturnier. Er bestreitet, dass er dich kennt. Auch dass der Nasenring da seine Idee war, dementiert er vehement. Und wer diesen Poesiealbumskitsch auf deine Handrücken schrieb, kriegt die eigenen von ihm persönlich verdroschen. Aber er grüßt dich ganz, ganz lieb. Er sagt, er fühlt sich schon wie Helge Schneider. Diese Fans gehen ihm so auf den Sack. Warum rennen ihm bloß immer die Bekloppten nach? Schwules Realschülerpack. Ich geb bloß wieder, was er gesagt hat. Er sprach auch von eurer Scheißmusik und eurer Haltung, er sei irgendwie noch anders erzogen. So mit Stock im Arsch und halt Katholik. Doch das Grauen nimmt mit dir neues Format an. Mein Gott, wenn ich dich so ansehe, krieg ich Mitleid mit Satan. Wenn du für irgendwas in die Hölle kommst, ist es diese Frisur, mein Kleiner. Was heißt hier Intoleranz gegen andere Religionen? Der Teufel gehört doch zu meiner.